In Thüringen, zwischen Autobahn und Wald, steht dieses schicke Gebäude. Es sieht aus wie ein Nobelhotel, ist aber ein Krankenhaus. Warum es so anders aussieht, erklärt uns hoffentlich gleich der Geschäftsführer David Ruben Thies. Dass ein Krankenhaus einfach Mist aussehen muss oder warum ein Krankenhaus hässlich sein muss und es nach Krankenhaus riechen muss, das haben wir noch nie verstanden. Also geht nicht Krankenhaus einfach mal in schön. Das war schon so ein Leitmotiv bei all dem, was wir da gemacht haben. Ende des Jahres eröffnet das Gebäude. Wir dürfen vorab schon mal einen Blick reinwerfen. Unsere kleine Hotellobby. Es riecht nach frischem Kaminholz, nach selbstgebackenem Brot. Ich komme aus dem Wald, aus der Natur, schaue in den Wald, in die Natur. Und es soll irgendwie alles vermitteln, nur nicht Krankenhaus. Auch das Einchecken der Patienten läuft hier anders. Mit diesem Terminal. Eine Berliner Start-up-Firma hat die Software entwickelt. Guido Madaus ist einer der Erfinder. Er hilft uns beim Einchecken, einfach mit der Gesundheitskarte. Denn das hier ist nicht nur für Privatpatienten. Einfach die Karte einstecken. Dann noch entscheiden, ob schon bereits ein Termin vereinbart wurde oder nicht. Okay. Das hat nicht mal 5 Sekunden gedauert. Ich muss gar nicht im Wartezimmer sitzen, ne? Hier steht keine Lust, im Wartezimmer zu sitzen. Mit unserer App haben Sie überall die Wartezeit im Blick. Richtig. Es gibt einen QR-Code und mit Hilfe einer App kann man den QR-Code scannen und sich dann quasi frei auf dem Gelände bewegen, Kaffee trinken gehen und dann wird man automatisch benachrichtigt, wenn man in den nächsten 10 Minuten dran ist und kann dann schon zum Arzt oder in den Bereich gehen, wo man aufgerufen werden soll. Der Patient muss sich also einfach die App der Waldklinik herunterladen, den QR-Code scannen und schon erscheint die Wartezeit, die man durch die App überall verbringen kann. Etwa 10 Minuten vor dem Termin kommt dann eine Nachricht, dass man gleich dran ist. Wer will, verbringt die Wartezeit entspannt in der Lobbybar. Hier erinnert wirklich nichts an einen Krankenhauswarteraum. Auch kleine Geschenke und Blumen kann man kaufen. Selbst das ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Wenn du deinen Angehörigen besuchst, dann bringt man ja immer gerne Blumen mit. Und dann kennst du das Problem, wohin damit? Nimmst du hier dir zum Beispiel einen schönen Blumenstrauß, ne, kaufst ihn dir und nimmst ihn mit nach oben. Und oben kann ich dir dann zeigen, wie du mit dem Blumen gut umgehen kannst. 246 Betten gibt es. Zeit, sich die mal genauer anzuschauen. Ins 4. Geschoss geht's mit dem Fahrstuhl. Aber der kann mehr als nur nach oben fahren. Du kannst versuchen, mal einen Schmetterling zu fangen oder einen Marienkäfer. Ja, und jetzt gibt es noch so Kollegen, die fliegen mit dir hoch, zum Beispiel der da unten. Den kannst du mal versuchen. Ich glaube, ich kriege keinen einzigen. Da kommt einer. Komm, den kriegst du. Siehst du? Nee, den kriegst du auch nicht. Kaum zu glauben, dass wir immer noch im Krankenhaus sind. Alles hier ist durchdacht. Beim Schmetterlinge fangen fühlt man sich doch gleich viel besser. Hier kommen wir in unser Standard-Zweibettzimmer. Hier merkt man das erste Mal, dass man im Krankenhaus ist. Wir finden den Blumenstrauß wieder. Der hängt jetzt oben am Schrank? Klar, hier ist sie viel, viel schöner. Aber am Ende ist und bleibt eine Blume leider hygienisch eine echte Herausforderung für jede Klinik. Wir wollen es den Angehörigen nicht verbieten. Und klar können wir sie auch hier abstellen, es geht. Aber wenn wir hier arbeiten mit dem Patienten, ist es uns deutlich lieber, wenn wir wenigstens für diese Zeit ein klein wenig Ordnung mal zwischendurch schaffen würden. Beim näheren Betrachten des Zimmers erkennt man das geniale Konzept. Die Aufteilung der Betten. Sie stehen versetzt im Raum. Nach der Operation sind viele Patienten sehr unsicher, haben auch Angst, fühlen sich deutlich sicherer, wenn sie einander sehen. So, nach dem 2., 3. Tag, wenn sie dann ein bisschen selbstsicherer werden und wenn sie munterer werden, führe ich dir gerne mal vor. Dann kommt so dieser Moment, wo man dann natürlich sagt, so, ich ziehe jetzt hier den Vorhang zu. Schafft das mehr Privatsphäre? Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Wie ist das Raumgefühl mit dieser neuen Aufteilung der Betten? Die Reporterin und der Tonmann machen den Test. Du hast halt natürlich total Blickkontakt, so, ne? Ja. Weil wenn du jetzt nebeneinander liegen würdest,
dann würdest du dir ja nicht immer so in die Augen gucken. Ne? Es kommt natürlich drauf an, man muss sich natürlich verstehen, aber wenn das jetzt irgendwie wir beide Hüfte, dann könnten wir irgendwie schon nett darüber sprechen. So, ne? Und wenn ich keine Lust habe, dann kann ich ja in den Fernseher gucken oder in den Wald. Mega, total angenehm. Und findest du, man hat jetzt mehr Privatsphäre? Ja, warte. So. Auf jeden Fall. Ja, so super. Privatsphäre. Also, da hat man 100% Privatsphäre. Ich behaupte. Oder, Steffi? Ich sehe dich nicht mehr. Na gut. Die Bettenaufteilung hat den Test bestanden. Zu jedem Zimmer gehört ein Wintergarten. Ist das bei einem Krankenhaus wirklich nötig? Wir fragen den ärztlichen Direktor der Waldklinik, Georg Matsiolis. Aus medizinischer Perspektive soll es die Patienten motivieren, sich selbstständig zu mobilisieren, also möglichst früh aus dem Bett rauszukommen. Okay, und bringt der Blick ins Grüne auch was? Es ist nachgewiesen, dass die Verbundenheit zur Natur, dass der Blick auf die Natur tatsächlich das Immunsystem ankurbelt und den postoperativen Schmerzmittelverbrauch senken kann. Den Wintergarten teilen sich die Patienten mit dem Nachbarzimmer. Das ist gut für soziale Kontakte und spart beim Bauen Geld. Wo wir gerade beim Geld sind, das ist keine Privatklinik. Wie können die sich das alles leisten? Es kostet pro Quadratmeter genauso viel wie die Krankenhäuser, die wir hier alle in Deutschland kennen. Also wir haben pro Quadratmeter, ich glaube sogar 20 Euro pro Quadratmeter weniger ausgegeben als das durchschnittliche deutsche Krankenhaus, wie sie so üblicherweise gebaut werden. Kommunale Krankenhäuser in Deutschland bekommen ihr Geld auf zwei Wegen. Zum einen finanzieren die jeweiligen Bundesländer anfallende Investitionen wie Sanierungsmaßnahmen, Neubauten oder die Anschaffung von neuen Geräten. Dafür muss ein Förderantrag gestellt werden. Die zweite Geldquelle sind die Krankenkassen. Jeweils Anfang des Jahres setzen sich die Kliniken mit den Vertretern der Krankenkassen an einen Tisch und verhandeln über das Jahresbudget. Damit muss die Klinik sämtliche Betriebskosten decken, wie die Mitarbeitergehälter und die Behandlung der Patienten. Für Privatversicherte kann das Krankenhaus noch Zusatzkosten wie Chefarztbehandlung oder Komfortzimmer abrechnen. Privatpatienten bringen der Klinik also zusätzliche Einnahmen und sind deshalb gern gesehen. Auch die Waldklinik muss mit diesem Budget auskommen. Was machen die anders? Indem wir uns von diesen üblichen Standards eben verabschiedet haben, indem wir häufig ins Hotelregal reingegriffen haben, was eben deutlich günstiger ist, bei gleicher Funktion, als in das sehr, sehr, sehr teure Krankenhausregal. Das Badezimmer zum Beispiel ist Hotelstandard und kostet dadurch um die Hälfte weniger. Wenn man ein bisschen mutig ist und sagt, ja, was muss denn die Krankenhauseinrichtung können? Und sich das genau anguckt und genau hinterfragt, dann muss sie eigentlich am Ende nur desinfizierbar sein, muss gewisse Normen einhalten. Und wenn man das tut, dann gibt es das Ganze woanders viel, viel, viel günstiger. Der Geschäftsführer will hier auch auf die klassischen Schwesternzimmer verzichten. Dafür sitzen sie in solchen Units mitten auf dem Flur. Die Niederländer arbeiten schon länger so. Das schafft mehr Präsenz für die Patienten und Besucher. Wenn am Wochenende deine Angehörigen vorbeikommen und dich besuchen wollen, kennst du vielleicht das Problem, keiner ist da. Und du stehst da und wartest und wartest, klopfst an die Tür, macht irgendjemand von innen erbost die Tür auf. Was fällt Ihnen ein? Wir machen hier gerade Übergabe. Und genau das passiert eben nicht. Wie das bisher läuft, schauen wir uns im alten Bettenhaus an. Da hier Patienten sind, gilt Mundschutzpflicht. Wir treffen Pflegeleiter Thorin Böhnel. Angenommen, wir möchten einen Verwandten besuchen. Wie finde ich das Zimmer? Und hier hätten Sie jetzt die erste Gelegenheit zu fragen, wo ist denn meine, sagen wir mal, Mutter oder mein Vater? Und Frau Krug würde uns antworten, wo finden wir? Dann würde ich sagen, ich schaue auf meine Stationsgrafik und würde Ihnen das dann mitteilen. Das ist im neuen Bettenhaus wirklich effizienter. Da gibt es mehrere Schwestern-Units. Außerdem ist alles rund. Im Kreis kann man sich nicht verlaufen. Wir begleiten Schwester Kathi zu einer Patientin aufs Zimmer. Freuen Sie sich dann auch schon auf den Umzug ins neue Bettenhaus? Auf jeden Fall. Das neue Bettenhaus ist toll. Die Wege werden kürzer, hoffentlich. Also zu diesen Pflegestützpunkten, wo die jeweilige Unit-Schwester sitzt. Und wir freuen uns alle drauf. Das ist die Piazza. Hier macht das Personal zukünftig Pause. Für das leibliche Wohl sorgt er, Nicolas Körber.
Der Küchenchef probiert gerade mit dem Hotelmanager Alexander Meyerhofer neue Rezepte für die Kantine. Also ich stolper schon über den Begriff Kantine. Also so verstehen wir uns gar nicht. Dadurch, dass wir uns ja eben auch als Patientenhotel verstehen, haben wir schon einmal eine ganz andere Haltung zu den Dingen. Hier ist man also nicht Patient, sondern Gast. Und dem wird nur das Feinste geboten. Sarah Wiener hat viele Rezepte kreiert. Jeden Tag gibt es selbstgebackenes Brot für die Mitarbeiter und Patienten. Die Waldklinik Eisenberg beweist, Krankenhäuser können so angenehm wie Hotels sein und für jeden offen und bezahlbar, wenn man weiß, wie.